Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge, wieder im Gespräch mit Pater Karl Wallner, der Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich und Professor für Theologie. Lieber Pater Karl, die erste Frage möchte ich ein bisschen hinleiten. Und zwar gibt es ja Menschen, die nach ihrem Tod ihren Körper einer Universität spenden, zu Forschungszwecken oder anatomischen Instituten. Die Beweggründe für so eine Körperspende sind ganz verschieden. Manche wollen einfach die Wissenschaft fördern, andere, die sind alleinstehend, haben keine Angehörige oder haben nicht das Geld für die Begräbniskosten. Das ist vor allem ein Thema seit 2003, seit die Krankenkassen in Deutschland das Sterbegeld abgeschafft haben. Und soweit ich informiert bin, gibt es aus kirchlicher Sicht keine Bedenken, insofern würdevoll mit diesem Leichnam umgegangen wird und der dann auch würdevoll auch bestattet wird. Und so jetzt zu einer ersten Frage. Oft lese ich Todesanzeigen. Selten ist in der Zeitung eine heilige Messe zu lesen. Meistens sind es Urnen, die bestattet werden. Dann kenne ich jemand, die ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung stellt. Wie ist es dann mit der armen Seele? Freundliche Grüße. Lieber Pater Karl, wie ist es dann mit der armen Seele bei einer Körperspende? Ich bin immer wieder dankbar, dass du mir so sensible Themen gibst, weil diese Themen haben oft... Ja, ich bin ja Dogmatikprofessor, sagst immer Professor für Theologie. Also Dogmatik, Dogma ist für uns was Positives, nämlich das, was Gott geoffenbart hat. Und von der Offenbarung her ist das überhaupt kein Problem, weil wir tatsächlich glauben, dass der Leib stirbt. Der Leib hat eine Würde, weil er eben jetzt ab seiner Entstehung, Vereinigung von Ei- und Samenzelle im Leib unserer Mutter, weil er ab diesem Augenblick jetzt eben auch beseelt ist, eine Seele, die Gott geschaffen hat und die unvergänglich ist. Und unsere Seele kann sich nur entfalten und entwickeln. Sie kann Gutes und Böses tun. Sie kann in Beziehung zu Gott treten hier auf Erden, weil wir einen Leib haben. Ja? Und Christus ist deshalb Mensch geworden, weil wir jetzt eben leiblich sind, einen menschlichen Leib angenommen, hat uns auch die Sakramente gegeben in sinnlicher Gestalt, also Wasser, Brot, Wein, ja, wird so Leib und Blut Christi. Wasser schenkt ewiges Leben, Öl dringt in uns ein, vermittelt uns den Heiligen Geist und so weiter. Also sinnliche Zeichen, weil wir leiblich sind. Das heißt, der Leib hat eine Würde. Der Leib ist nicht nichts. Ja, aber eben jetzt, der Leib ist doch bloß irdisches Instrument der Seele und der Tod, der biologische Tod ist das Ende eben jetzt dieses Instrumentseins für die Seele, für den Leib. Das heißt, wenn ich nach dem Tod jetzt mit dem Leib würdevoll umgehe, dann ist es sinnvoll, auch weil ich das psychologisch brauche. Man stelle sich vor, Entschuldigung, wenn ich da jetzt ein furchtbares Bild bringe, aber das haben wir sicher alle mitbekommen, dass diese Millionen Nerze da in Dänemark getötet werden mussten und da hat man auch Bilder gesehen, wo diese Kadaver dann einfach also in so Gruben geschüttet werden. Also man stellt es, oder man haben diese Bilder auch von den Konzentrationslagern. Also wenn der Leib jetzt einfach hier verscharrt wird oder wie Biomüll jetzt behandelt wird, das wäre unchristlich. Ja, also es würde der Würde des menschlichen Leibes entsprechen, insofern er Instrument der menschlichen Seele gewesen ist. Ja, aber wenn er tot ist, ist er es natürlich nicht mehr. Aber das hilft uns auch psychologisch, diesen Respekt vor der Leiblichkeit und vor den Menschen damit insgesamt aufrecht zu erhalten. Die Kirche hat sich deshalb auch für die Erdbestattung entschieden im Laufe der Jahrhunderte. Man musste das dann ändern, wie man in Kultur nachgekommen ist, wie zum Beispiel in Afrika, wo die Feuerbestattung kulturell einfach immer würdevoll da war. Auf jeden Fall, das ist ohnehin seit 50 Jahren vom Tisch. Und dann die Frage betrifft ja, wenn man den Leib der Anatomie verschreibt, was dann mit der Seele geschieht. Also die Seele ist ab dem Augenblick des Todes nicht mehr an diesen Leib gebunden. Und der Leib ist dann, wie soll ich sagen, also ich die Position der Kirche ist ganz klar, wenn das für dich das Richtige ist und du hast ja volle Freiheit,
wenn du sagst, das ist für mich furchtbar, ich kann mir das nicht vorstellen, dass mein Leib da jetzt eben seziert wird, dann tu es bitte nicht, du bist überhaupt nicht verpflichtet dazu. Aber als Dogmatiker von der Offenbarung her muss ich sagen, es ist überhaupt kein Problem, den Leib der Anatomie zu überlassen und damit der Wissenschaft sogar einen Dienst jetzt eben zu erweisen. Also vom Dogma her gibt's keine Beschränkungen und keine moralischen Einwände dagegen. Aber bitte, ich sage dazu, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wann die Vorstellung für dich furchtbar ist, ja, also du musst es nicht machen, ja, aber der Glaube gibt dir eigentlich auch keine Argumente zu kritisieren, dass andere das machen, ja, vielleicht sogar ein bisschen Respekt zu entwickeln, dass jemand das tut. Ich kenne zum Beispiel eine Frau, die 107 Jahre alt geworden ist, die sehr fromm war. Ich habe sie immer besucht, sie war eine ganz liebe Beterin und auch Spenderin für die Hochschule. Und das war großartig. Und ich war dann auch überrascht, dass sie ihren Körper der Anatomie überlassen hat. Und das ist okay so. Ja. Und es hat eine heilige Messe, eine Seelenmesse, soviel ich weiß, die hat es dann eben in Abwesenheit gegeben, stellvertretend ist gebetet worden. Also alle diese religiösen Pflichten, die sind erfüllt worden. Aber sie hat eben die Absicht gehabt, mit ihrem Leib noch etwas Gutes zu tun und hat in der Anatomie überschrieben. Und ihre Seele, in dem Fall traue ich mir das wirklich zu sagen, weil ich sie gut gekannt habe, sie war wirklich eine Heilige. Ihre Seele ist im Himmel und die Verklärung der Leiber erfolgt ja dann beim jüngsten Gericht, wenn Christus wiederkommt. Und da werden unsere Leiber ohnehin nur mehr in Analogie zu dem sein, was sie jetzt hier auf Erden gewesen sind. Vielleicht kann man noch anfügen, dass die Körperspende auch deshalb sinnvoll ist, weil ja angehende Ärzte an echten Körpern üben müssen, praktizieren müssen und dazu dienen ja hauptsächlich diese Körperspenden. Jetzt zu einer Frage, die du eigentlich gerade beantwortet hast, aber dennoch, heute lassen sich viele Menschen verbrennen, dadurch in der Bibel das Verbrennen des Leichnams verworfen und auch für die Feinde eine Beerdigung, ein Begraben gefordert wird. Es heißt, wir sollen Christus ähnlich werden. Christus ist begraben worden. Das Verbrennen finde ich als eine grausame Zerstörung des Körpers. Ich meine, die Priester müssten die Menschen mehr unterstützen bei der Bestattung und für die Erdbestattung werben, das Rasengrab vorschlagen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Also diese Frage gehört in unserer Sendung zu diesen Top 10 Fragen. Die kommen immer wieder. Und jetzt, du hast gesagt, seit 50 Jahren ist es kein Problem mehr. Du hast nicht die Erdbestattung vorgeschlagen oder was ist nochmal deine Meinung dazu? Vielleicht können wir da nochmal Frage immer wieder kommen. Na, die Meinung der Kirche, nicht? Also ist ganz klar, erst im Lauf der Zeit hat sich bei uns die Erdbestattung als die entscheidende entwickelt, erst im Lauf der Antike, eben weil Christus in ein Erdgrab, in ein Felsengrab gelegt worden ist. Deshalb wollte man in Analogie zu Christus begraben werden. Wie dann die Kirche im 19. Jahrhundert in die Missionsländer kommt und in vielen Ländern, Indien und so weiter, ist die Feuerbestattung, die ja die teurere, würdevollere Form dort ist, weil man teures Holz dafür kaufen muss, ist die eigentliche Form. Da hat es die ersten Schwierigkeiten gegeben. Dann kam in der Zwischenkriegszeit oder beziehungsweise schon im 19. Jahrhundert diese Bewegung, die wir in Österreich auch stark hatten, dass man durch die Feuerbestattung ausdrücken wollte, dass man nicht an eine Auferstehung glaubt. Also das war bewusst gewählt von bestimmten atheistischen Kreisen. Die Feuerbestattung ist antichristliches Signal. Ich glaube nicht an ein Leben nach dem Tod. Und das hat sich dann in den 60er Jahren eben aufgelöst und dort schon Johannes der 23. Entschieden, also Feuerbestattung kein Problem. Und in einem Dekret von, glaube ich, Papst Paul dem 6. ist es 1967, da hätte ich mich vorbereiten müssen, ist es dann problemlos. Steht auch so im Kirchenrecht, ist keine Schwierigkeit. Aber diese Schreiberin oder dieser Schreiber, ich kann das total verstehen. Das ist total emotional. Ja? Und wenn ihr mir noch einmal als Theologieprofessor die Frage stellt, ist es ein Problem, sage ich als Theologieprofessor, nein, vom Glauben her kein Problem. Ja, weil es geht um ganz was anderes und das, was wir da bestatten, ob das jetzt Asche oder ob das jetzt Leib ist, also das war einmal, ja, das war einmal die Hülle oder eben jetzt das Instrument unserer Seele. Ob das jetzt mit Feuer bestattet wird oder dem Moder im Grab übergeben wird,
Das ist es nicht, ja, sondern die Seele ist das Entscheidende. Und wenn das für Sie unangenehm ist, um Gottes Willen, Sie müssen doch sich nicht verbrennen lassen, ja. Also das ist doch überhaupt keine Pflicht. Aber jetzt zu sagen, wir Priester müssen da mehr werben für die Erdbestattung. Also ich könnte mir es nicht vorstellen, dass ich als Urne beigesetzt werde. Ich möchte auch, ich möchte, dass meine Mitbrüder, so wie es bei uns im Kloster üblich ist, meinen Sarg schleppen müssen, ja. Und das sollen sie noch tun. Und ja, ich halte es auch so wie meine Großmutter, die eine Oma hat gesagt, ja, sie hat gesagt, ich habe immer so viel für die Kirche gespendet, ja. Tut's mir einen Gefallen, ja. Ich habe so viel für unsere Pfarrkirche gespendet. Wann ich begraben werde, ja, dann bitte möchte ich viele Blumen haben, ja, weil das so üblich ist, dass man dann die Blumen jetzt eben dann oft von Grandspenden absehen und so weiter. Das war ihre Entscheidung. Und ich weiß noch bei dem Begräbnis von der Oma, wie trostvoll das für uns war. Die Oma braucht die Blumen nicht, wenn sie gestorben ist. Aber wir brauchen es einfach, weil wir Formen brauchen, um unsere Liebe ihr gegenüber auszudrücken. Wir freuen uns natürlich, wenn Leute beim Begräbnis dann die Spenden für die päpstlichen Missionswerke oder für irgendein Waisenhaus in Uganda geben. Aber das andere ist auch berechtigt, so wie es meine Oma gesagt hat, ja, ihr dürft bei meinem Begräbnis aus Liebe noch ein bisschen was verschwenden, ja. Blumen sind so ein Ausdruck der verschwenderischen Liebe, weil die Blumen, die da auf den Grenzen sind, die verwelken dann und sie drücken damit auch dieses Nachtrauern aus, wo diesen Schmerz, ja, machen sie sichtbar. Also wie gesagt, die Verstorbenen brauchen das nicht, aber wir brauchen es. Und wenn das für einen Trostreicher ist zu wissen, ich werde jetzt in einem Sarg bestattet, dann bitte so. Und wenn jemand sagt, okay, ich möchte aber Feuerbestattung und ich möchte meinen Verwandten das auch ersparen, vielleicht die Kosten von einer Erdbestattung oder so, das ist voll okay. Ja, tut euch bitte nicht in solchen sekundären oder tertiären, drittrangigen, viertrangigen Dingen, theologischen Dingen verheddern, aber psychologisch habe ich vollen Respekt für die Haltung und für die andere Haltung auch. Also ich kann das mitvollziehen, wenn jemand sagt, es ist für mich unvorstellbar, dass ich als Urne beigesetzt werde. Dann bitte, okay, du hast überhaupt keine Pflicht, dass du dich verbrennen lässt, aber bitte tu dich da nicht in irgendwelche Dinge hineinsteigern, die es gar nicht wert sind, dass man das als das wichtigste Problem jetzt eben nimmt. Da gibt es viel andere Dinge, über die man sich sorgen könnte, wenn ich zum Beispiel da auch noch anfügen kann am Schluss, dass heute zum Beispiel Hunde und Katzen schon oft genauso feierlich begraben werden wie Menschen. Da hat sich was verschoben. Ja? Also und dass plötzlich hier, wie soll ich sagen, den Kadavern von Tieren, so lieb der Hund und die Katze im Leben gewesen sein kann für einen, aber dass man hier in einer Weise hier, wie soll ich sagen, auch handelt, also da habe ich wenig Verständnis dafür. Man soll einen Tier, ich habe ja auch Katzen und Hunde gehabt, wie ich jung war, und die haben wir dann also im Garten begraben, aber also nicht, da stehen auf der Kreuze auf Grabsteine für Hunde und es gibt eigene Hunde- und Tierfriedhöfe mittlerweile, wo sehr viel Geld auch reinfließt und so. Also da bin ich, also das taugt mir überhaupt nicht, ja, aus theologischer Sicht. Wir hatten auch mal einen Hund zu Hause und der ist dann gestorben, hat ein Bruder von mir aufs Trompete gespielt. Ich hatte einen Kameraden, das war sehr eindrücklich. Ein herzliches Grüß Gott, geschätzter Herr Pater Karl und Pfarrer Rimmel. Als ich einmal den TV einschaltete, um die News anzusehen, traute ich meinen Augen und Ohren nicht, was die Spezies Mensch nun wieder erforscht hat, nämlich Geschäftemacherei mit Verstorbenen und deren Hinterbliebenen im Sinne eines virtuellen Doppelgängers, ein sogenannter digitaler Klon vom Verstorbenen, eine digitale Seele. Vom Verstorbenen wird zu Lebzeiten schon alles, sprich sein ganzes Wesen, Charakter, Geschichte etc., visionell und digital erfasst, sogar die Stimme, damit sich die Hinterbliebenen beispielsweise über Alexa unterhalten können. Für diesen Dienst sind monatliche Kosten in unterschiedlicher Höhe für diese Nutzung zu tragen. Ein Beispiel: Eine Mutter sah visionell ihre 3 Jahre alte Tochter und unterhielt sich sogar mit ihr. Geschätzte Priester im Glauben, wo soll das noch hinführen? Ich wäre Ihnen sehr verbunden und dankbar, wenn Sie in Ihrer nächsten Sendung dieses Thema vorbringen würden. Vergelt's Gott und bleiben Sie gesund. Ja. Diese Zuschrift also, fällt unter das Thema KI,
künstliche Intelligenz? Ja, also das ist ein Thema, das uns in den nächsten Jahrzehnten maximal beschäftigen wird. Da können wir ganz sicher sein, weil das ist ja nur ein Teil des Aspektes. Hier liegt das Phänomen vor, dass kein Mensch eigentlich mit dem Verlust eines geliebten Menschen fertig werden kann. Wir trauern dann, ja, wir können den Verlust nicht verkraften. Das spürt jeder, der einen lieben Menschen verloren hat, weiß, dass wir haben, die Trauer ist, wie soll ich sagen, ist die Belastung, die dazu dient, dass ich mit etwas, mit dem ich eigentlich nicht umgehen kann, trotzdem irgendwie umgehen kann. Und wenn man dann zu solchen Surrogaten jetzt eben greift, dass man dann ein virtuelles Wesen hier gleichsam, das nicht lebt, aber das virtuell weiterlebt, sich als Trost jetzt eben nimmt. Also das ist ein Phänomen. Dasselbe aus der, wie wir am Schluss da mit den Hunden und Katzen und so weiter. Nicht, also ich kann das als psychologisch natürlich, ist das nachvollziehbar, weil wenn du einen Hund und man weiß, wie die treu und lieb sein können und wie die einfach, das ist ja ein Lebewesen auch. Und wenn du einsam bist und ein Lebewesen bei dir hast, ist das ganz anders, als wenn du einsam ein Lebewesen um dich herum hast und dass man etwas Lebendiges hat und das dann auch eine Beziehung hat und dessen Eigenheiten man kennt und so. Und dass einem ja sowas wie Affektivität, Tiere können nicht lieben, Affektivität entgegenbringt, das ist fast so auf dieser Ebene wie dieser Cybermensch, den du da geschildert hast. Also dass man hier etwas hat, das nicht Mensch ist, aber einen Menschenersatz darstellt. Also Tier oder jetzt eben hier etwas Virtuelles. Aber ich habe da noch viel grauslichere Dinge gelesen, die in Entwicklung sind. Man schafft also virtuelle Roboter, nicht, die dann als Sexsklaven dienen, also man braucht dann keine, also es wird ganz arg, was da in der nächsten Zeit auf uns zukommt, und die Dämme sind eigentlich gebrochen, wo man vergessen hat, dass jeder Mensch eben jetzt, weil er von Gott geschaffen ist, deshalb eine Individualität hat, eine Besonderheit hat, und faktisch geht die Auffassung des Menschen dahin, dass wir nur eine besondere Form von Leben sind, von lebendiger Spezies, und dass wir uns irgendwie so psychologisch durch die Geschichte jetzt eben schwindeln und dass von Gott her kommen, eine besondere Würde haben, dass der andere Mensch auch eine besondere Würde hat und dass er nicht zu ersetzen ist durch irgendeine Cyberkonstruktion. Und in dem Fall auch, warum schafft diese Frau sich da ein Kind, ein virtuelles Kind, weil sie vielleicht auch nicht gelernt hat, was Christen jetzt eben erfüllt, nämlich die Hoffnung auf ein Wiedersehen nach dem Tod, in der Auferstehung, in der Ewigkeit bei Gott. Auch die Instrumente, die uns gegeben sind, um Trauer zu bewältigen, nämlich das Gebet für die Verstorbenen, die Fürbitte, das Eintreten für den Verstorbenen, aber auch dann jetzt eben, was die Kirche sagt, das so wichtige Loslassen einfach. Ja, jemanden, den ich auch loslassen muss. Ich glaube nicht, dass das schon psychologisch, also ich halte das sogar für psychologisch gefährlich, wenn man jemanden virtuell festhalten möchte. Also das mindert sicher langfristig nicht die Trauer, sondern das perpetuiert und setzt sie auf ungesunde Weise fort. Ja, lieber Pater Karl, dann eine andere Zuschrift. Grüß Gott, lieber Herr Pater Wallner, lieber Herr Pfarrer Rimmel. Zuerst danke ich Ihnen herzlich für die Stunde der Seelsorge, in der Sie ermuntern, sich mit allen Fragen oder Problemen sich an Sie zu wenden. Ich bin eine gläubige Katholikin, habe aber in einem Punkt ein Problem, und zwar mit der Vorstellung von den ewigen Höllenqualen. Das Wort ewig ist es, was mir zu schaffen macht. Ich kann das einfach nicht mit der Barmherzigkeit Gottes vereinbaren. Hilfe und Trost ist mir das Gebet von Fatima, das zwischen den Rosenkranzgesetzchen gebetet wird und der Barmherzigkeitsrosenkranz. Vielleicht können auch Sie mir eine zufriedenstellende Antwort geben. Ich danke Ihnen im Voraus. Mit herzlichen Grüßen, und da ist schon gleich Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also ich schmunzle nicht deshalb, weil das Thema Hölle ist, sondern das ist nicht zum Schmunzeln, aber ich schmunzle deshalb, weil diese Schreiberin geschrieben hat, sie ist mit allem zufrieden, sie hat nur eine Frage. Also da muss ich sagen, ich würde mich freuen, wenn es viele Katholiken gibt, die nur ein Problem im Glauben haben. Aber natürlich, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage und zeigt auch, dass diese Frau, glaube ich, gut den christlichen Gottesbegriff verstanden hat,
denn wir glauben an einen Gott, der tatsächlich Liebe ist. So heißt es auch ausdrücklich im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, in den Versen 8 und 16. Und Papst Benedikt der 16. hat das auch als Titel seiner ersten Enzyklika 2005 gewählt. Gott ist die Liebe. Gott ist Liebe. Deus Caritas est. Gott ist Liebe. Und dann eben die Frage von Gläubigen, wie ist das vereinbar mit dem Wesen Gottes? Also wenn ich von diesem Wesen Gottes beginne, dass er Liebe ist, wie ist das vereinbar, dass es dann eben jetzt Menschen gibt, die nicht die ewige Gemeinschaft mit ihm erreichen, sondern im Gegenteil landen in der Gottferne? Ich möchte vielleicht jetzt gar nicht so kompliziert gehen, weil das Thema wäre wieder eigene Sendung, sondern ich möchte ganz einfach sagen, also es gibt zwei ganz wichtige Gründe. Das erste ist, weil Gott uns etwas geschenkt hat, das er nicht hätte schenken müssen, aber wodurch er uns Anteil geben wollte an seiner Liebe, das ist die Freiheit. Du kannst nur dann wirklich lieben und damit auch diese Gemeinschaft mit Gott haben, wenn du frei dazu bist. Wenn dir die Pistole an den Kopf gesetzt wird, kannst du nicht frei entscheiden. Ja, da kannst du nicht lieben. Und wenn du, wie soll ich sagen, unter Drogen stehst, ja, also wenn Gott uns nicht diese innere Freiheit, diese Willensfreiheit gegeben hätte, wenn wir so eine Art, wie soll ich sagen, permanentes Psychopharmakum jetzt eben in uns hätten, wenn wir nicht anders sein können als lieb, 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 ja, solche Psychopharmaka gibt es, dann wären wir nicht frei, dann können wir nicht lieben, ja. Also die Freiheit fordert eigentlich auch, wenn Gott uns wirkliche Freiheit gegeben hat, dann fordert es auch, dass wir frei entscheiden können und dass Gott auch dann unsere Freiheitstaten respektiert. Was wäre das für ein Gott, der eben jetzt sagt, da ist einer, der hasst und der mordet und der betrügt und der stillt und der lügt und so weiter und der setzt sich mit einem Zynismus über Menschenleben hinweg. Wir haben das ja live. Schaut's an, was in der Welt los ist, und ich nenne jetzt nur das ganz Böse, das wir haben, und dann sagt Gott, alles wurscht, ja, also kommst du in den Himmel. Das wäre doch ein nicht ernstnehmender Freiheit. Und das Zweite ist diese Vorstellung, die ich immer propagiere, ja, Gott kann nur lieben, der ist gleich so wie eine Sonne, die nur Liebe ausstrahlen kann, aber jetzt eben wir verhalten uns zu dieser Sonne jeweils anders. Ja. Für die einen sind diese Sonnenstrahlen etwas, wodurch sie zum Leben kommen, indem sie diese Sonnenstrahlen liebend in sich aufnehmen, weitergeben, ja, sich erwärmen lassen und diese Wärme dann weiter ausstrahlen. Und die anderen, die sich abschotten, ja, die gleichsam verbrannt werden in diesem auf sie treffenden Feuer, das sie ablehnen, das ist vielleicht der Bild. Also Gott ist immer in gleicher Weise, von sich aus in gleicher Weise liebend und barmherzig. Aber wir entscheiden, ob diese Liebe bei uns als Seligkeit ankommt oder eben jetzt in der Form einer qualvollen Ferne von Gott. Die Fragestellung war ja auch, wie das mit der Barmherzigkeit Gottes zu vereinen ist. Morgen erhält Kardinal Kasper die Ehrendoktorwürde der Päpstlichen Akademie Alfonsiana in Rom. Und zwar, das ist ja ein Institut für Moraltheologie, so vermeldet der Vatikan, der Kardinal werde für seinen unbestrittenen Beitrag zum Thema Barmherzigkeit geehrt. Die Zeremonie soll auch live im Internet übertragen werden, finde ich sehr bedenkenswert. Kardinal Kasper hatte dieses Buch über die Barmherzigkeit geschrieben, das er vorm Konklave Papst Franziskus dem Kardinal Bergoglio gegeben hat, der dann gewählt wurde und Papst Franziskus wurde und der, glaube ich, ziemlich am Anfang dieses Buch von Kardinal Kasper über die Barmherzigkeit allen empfohlen hat. Lieber Pater Karl, dann, wir haben ja kürzlich über einen Ablass gesprochen. Sehr geehrte Herren, habe verschiedene Auskünfte zu Ablass. Erstens, das ist jetzt, da musst du jetzt genau zuhören, da geht es jetzt um verschiedene Fragen, was denn das Richtige ist. Ich soll zwar auf einen Friedhof gehen, kann mir aber nicht aussuchen, welchem Verstorbenen der Ablass zukommt. Das liegt in Gottes Hand. Sonst würde jeder sagen, dass er für die Angehörigen einen Ablass gewonnen hat und dann aufhören. Zweitens, ich kann mir aussuchen, für wen der Ablass gilt. Drittens, ich muss genau an dem Grab stehen. Was ist richtig? Was ist, wenn der Friedhof weit entfernt ist, mit freundlichen Grüßen? Also, welche Einstellung braucht man, um so einen Ablass zu gewinnen? Also, das war ein männlicher Schreiber, Thomas?
Nein, eine Dame hat uns geschrieben. Ja, also ich hätte fast vermutet, dass das ein männlicher Schreiber ist, weil die Frauen sind vielleicht, wie soll ich sagen, zärtlicher, emotionaler und weiter. Wir Männer neigen eher zu so exaktem Buchhaltertum, wie es aus dem Schreiben kommt. Und das ist nicht abwertend. Ich habe mal Buchhalter negativ verwendet und dann saß in der Kirche ein Oberbuchhalter, der sich dann beschwert hat darüber. Und ich weiß hier von Misse Österreich, wir haben hier drei Mitarbeiterinnen, die die Buchhaltung machen. Wenn das nicht funktioniert, dann wäre Katastrophe. Ja, dann können wir die Spender nicht bedanken und das wäre eine Katastrophe. Also Buchhaltung ist ein sehr wichtiger Beruf. Das sage ich vor. Aber eben jetzt, Gott ist im Vergeben seiner Barmherzigkeit kein Buchhalter. Ja, das liegt in unserer Mentalität, dass wir es genau wissen wollen, was wir wie, für wen, wann, wo machen müssen, an welchem Grab und so weiter und so fort. Aber das ist deshalb problematisch, weil die Liebe nicht rechnet. Ja, ist ein wirklicher Grundspruch. Liebe rechnet nicht. Liebe ist absichtslos. Liebe ist Hingabe. Liebe ist nicht berechnend. Also sie instrumentalisiert die Gnade Gottes nicht. Das war das große Problem im 15., 16. Jahrhundert, wie Martin Luther gekommen ist, dass sich Vorstellungen aus der Ökonomie, die Fugger hatten gerade die Geldwirtschaft entwickelt und diese Vorstellung eben jetzt, wie man Kapital anlegt und wie man mit Verzinsung umgeht und so weiter, das plötzlich ist in die Theologie gedrungen gewesen und dann hat man versucht, mit der Gnade genauso berechnend umzugehen, wie man es mit Kapitalwerten und Geld getan hat. Und das hat zur Katastrophe letztlich der Reformation geführt. Und da bitte nicht. Also ich möchte nur sagen, der Frau, die da geschrieben hat, tun Sie in Liebe das, was Sie tun. Ja, ob Sie jetzt für einen, für viele, für Verstorbene an dem Grab oder dort jetzt eben den Ablass erwerben. Ja, jeder Ablass wirkt nicht eben jetzt wie eine Münze, die du in einen Automat wirfst, sondern jeder Ablass ist eine tathafte Bitte, ja, die du Gott hinhältst und dass es eine Bitte ist, unterstreichst du durch den Liebesakt, dass du auf den Friedhof gehst oder bestimmte Gebete jetzt eben tust, damit deine Liebe auch wertvoll ist und nicht nur ein Wort oder ein Gebet bleibt, sondern hier tathaft sich ausdrückt. Und das ist der Ablass. Aber dann bitte eben nicht in den Taten berechnend sein. Ich muss jetzt genau an dem Grab stehen und so weiter. Also so wie ich das verstanden habe. Nein, bitte nicht. Also seid da bitte, bitte durchatmen, ja, die ihr solche Sorgen habt und sie sind berechtigt, aber mal durchatmen. Ja, und Gott ist barmherzig und wir halten ihm so gut wie möglich eben jetzt unsere liebevollen Handlungen hin, Friedhofsbesuch, Gebet eben für die Verstorbenen und erbitten von ihm damit die volle Ewigkeit für die Verstorbenen. So einfach ist es eigentlich, weil die Liebe berechnet eben nicht. Also sie muss nicht für jemanden ganz konkreten den Ablass erlangen wollen. Das ist die Frage. Ja, Ich kann mir aussuchen, für wen der Ablass gilt. das ist schon für einen selber motivierend, ja. Also da ist nichts dagegen zu sagen, ja, weil ich brauche ja das, weil wenn ich, das haben wir ja bei den Fürbitten bei der Mittagsmesse, ja, plötzlich werden diese Fürbitten konkret. Oft hast du nur so, es wird gebetet für Friede, Freude, Eierkuchen. Das sind keine Gebete, ja. Also die darf schon ein Anliegen haben für diesen konkreten Verstorbenen, aber es darf nicht in eine Berechnung hineingehen, ja. Also jetzt habe ich für den und dann muss ich noch für die und dann ist der jetzt im Himmel und dann kommt die in den Himmel. Nein, sondern da brauche ich eine gewisse Lockerheit, aber zur Selbstmotivation brauche ich das schon. Ja, also es motiviert einfach mehr und es ist auch richtig. Es gibt ja auch Menschen, die einem näher stehen und die einem ferner sind, wo man das Gefühl hat, auch plötzlich im Gebet, ich muss für diese Verstorbene mehr beten und so weiter. Das sind alles Anrufungen des Himmels, dann tut's das, aber bitte der zweite Schritt, dann herumrechnen. Nein, bitte nicht. Lieber Pater Karl, wir müssen mit der Zeit herumrechnen. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Ich bitte dich um ein Gebet und um den Segen. Herr Jesus Christus, du bist der Herr dieses Lebens, aber unser Leben auf Erden ist begrenzt und du selbst bist durch diese Grenze des Todes gegangen, hast sogar unser Grab mit uns geteilt, um siegreich aufzuerstehen. Aus der Finsternis des Todes kommt das Licht der Ewigkeit. Wir danken dir, dass du uns zu solcher Hoffnung berufen hast.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige und gütige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und bleiben Sie gesund.